Guten Morgen! Na ihr Lieben, heute geht's für euch mal mit mir nach Berlin und zwar fahren wir heute von Leipzig aus bis nach Berlin zum Brooks 10K und begleiten da mal die Sportler von MyVitago. Warum wir das machen und was euch da so erwartet und vor allen Dingen wer hinter MyVitago steckt und was das mit uns zu tun hat, das erfahrt ihr heute. Also los geht's! An solchen Tagen, wo man alleine ist, dann lernt man so richtig die Kamerafrauen und Kameramädels bei uns schätzen, wisst ihr das? Denn ich muss jetzt hier so ein bisschen im Schatten stehen irgendwie, um euch so Hallo zu sagen. Egal, ich probiere es trotzdem mal. Ja, grüßt euch und herzlich willkommen heute hier mal zu unserem kleinen Vlog. Wir probieren mal ein kleines neues Format aus und die Jungs von La Rache, die haben mich mal nach Berlin geschickt zum Bridgestone Great 10K heute hier in Berlin vor dem wunderschönen Schloss Charlottenburg. Und was wir heute machen, wir begleiten mal Toni Riediger, Philipp Bahr und Philipp Reinhardt, das sind nämlich die Jungs von MyVitago, hier bei diesem wunderbar schönen, schnellen 10-Kilometer-Lauf in Berlin. Und ja, ich werde euch die Jungs mal so ein bisschen vorstellen, werden mal schauen, was bei denen in letzter Zeit so passiert ist, was sie sich dieses Jahr noch vorgenommen haben und vor allen Dingen ganz genau, warum wir jetzt mittlerweile eine Partnerschaft mit MyVitago haben und vor allen Dingen, was die Jungs von MyVitago auf dem Herzen haben. Weil es ist nämlich so, dass die eigentlich jemanden suchen. Die sind so ein bisschen auf Partnersuche und vor allen Dingen suchen die eine Athletin, die Bock hat, bei dem Team mitzumachen. Ich mache das jetzt mal so, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Bridgestone 10K mit MyVitago. Warum? Wie ihr es ja schon mitbekommen habt, versuchen wir seit ein paar Jährchen für den Ausdauersport Produkte oder Plattformprodukte zu entwerfen, damit der Ausdauersport nicht so untergeht und damit wir die verschiedenen Akteure, die da so im Ausdauersport tätig sind, zusammenbringen und vor allen Dingen den Ausdauersport an sich unterstützen können. Und da lassen wir uns seit ein paar Jahren immer wieder neue Ideen einfallen und vor allen Dingen machen das die Gründer, der Alex und der Dirk, die das Ganze mal ins Leben gerufen haben, La Rache. Und ja, mit der Zeit kamen halt die Videos dazu, das ist genau das, was wir jetzt machen und wodurch ihr uns wahrscheinlich auch kennt. Und jetzt ist was Neues dazugekommen und zwar haben wir ja schon das Sportlerprofil, wo du dich als Sportler anmelden kannst, dich repräsentieren kannst, eine relativ einfache Website hast und vor allen Dingen selber Angebote einstellen kannst, wo wir einfach diese Bezahlung übernehmen. Das heißt, wenn du mal Trainingspläne verticken möchtest und das irgendwie über eine Plattform funktionieren soll, dann kannst du das bei uns auf dem Sportlerprofil machen. Wer fehlt da natürlich jetzt noch? Jetzt haben wir Sportler irgendwie auf dem Profil, wir haben ein Profil für Veranstalter, das ist unsere Eventkarte, die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Jetzt fehlt aber irgendwie noch so ein bisschen die Wirtschaft, weil es gibt ja ganz viele, die in der Wirtschaft tätig sind und es gibt ganz viele, die Influencer suchen bzw. Markenbotschafterinnen für ihr Produkt. Und da kommt genau MyVitago ins Spiel, weil die Jungs von MyVitago, die kennen wir ja auch schon ein bisschen länger und die haben gesagt, ey, könnt ihr uns nicht einfach helfen, dass wir eine Präsenz haben im Netz, dass wir dort über euch vielleicht die eine finden. Und genau die eine versuchen wir jetzt gemeinsam mit euch und MyVitago zu finden, denn MyVitago sucht eine Markenbotschafterin. Ne? Und was die Jungs sich da so vorstellen, da gucken wir mal, ob wir die jetzt finden. Die müssen jeden Moment ankommen. Also bis gleich. Schwuppdiwupp, da habe ich den Toni gefunden, den Toni Riediger. Toni, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. So, und ja, im Hintergrund seht ihr natürlich jetzt schon den schönen Transporter, der den geilen View eigentlich blockt. Dahinter könnt ihr aber schon so ein bisschen das Schloss erahnen. Und ja, ich habe schon ein bisschen was erzählt zum Bridgestone 10K. Und der Toni ist quasi der dienstälteste Markenbotschafter von MyVitago. Ja, am besten du erzählst erstmal kurz ein bisschen was über dich, oder? Ja, also ich starte heute hier beim Great 10K zum vierten Mal mittlerweile auch. Bin seit 2011 MyVitago-Athlet, bin seit mittlerweile auch schon, wie lange, ein, zwei Jahren bei La Rache aktiv. Habe da auch schon Sportlerprofil natürlich
Und genau, so kam jetzt hier die Connection zustande im Prinzip. Und ja, bin ich froh, dass wir uns jetzt hier so schön getroffen haben quasi. Ja, wir sind froh, dass es so geklappt hat, auf jeden Fall. Sag jetzt mal nochmal bei Vitago, ne? Warum seid ihr zu uns gekommen? Beziehungsweise warum hast du gesagt, cool, irgendwie mit La Roche können wir was machen? Ja, also La Roche ist natürlich in Sachen Laufsport der erste Ansprechpartner. Also ist halt so die Kommunikation, die alle irgendwie dann erreicht. Ja? Und für eine Firma wie MyVitago ist es natürlich genau da, wo sie hinwollen. Ja? Ein Placement in einer zentralen, sagen wir mal, Einheit, die eben möglichst alle Leute so erreicht. Ja? Und genau, ich finde das eigentlich passend und finde da auch jetzt die Idee total cool, da neben den Sportlerprofilen und den Veranstalterprofilen noch ein Firmenprofil zu machen, weil dieses Dreieck eigentlich ja genau diese Synergien dann gibt, die wir haben wollen, ne? Oder die eigentlich auch jede Partei haben. Ja genau. Ja, das ist auch schön, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben. Jetzt ist ja das Ding, ihr seid zu uns gekommen, weil ihr gesagt habt, erstmal mit einer ungewöhnlichen Frage, wir brauchen eine Frau. Ja, gesagt, jo, also Tinder sind wir leider nicht, aber wir können trotzdem irgendwie vermitteln zwischen den Parteien, was wir ja auch machen wollen. Und deswegen, normalerweise wären jetzt die beiden Philipps noch da, der Philipp Reinhardt und der Philipp Bahr. Die machen sich aber gerade schon warm, weil die haben heute große Ambitionen, ne? Hab ich gehört? Ja, also Philipp Bahr macht, glaube ich, Tempo. Okay. Philipp Reinhardt, der gibt richtig Gas, ja. Und ja. Aber die werden jetzt auch gleich nochmal irgendwie dazustoßen. Genau, also ja, die seht ihr auch noch gleich. Ja. Jetzt die große Frage, was hat denn MyVitago auf den Herzen? Also MyVitago will neben den ganzen Athleten, die sie jetzt schon haben, noch weitere Athleten unterstützen. Ausdauersportler im weitesten Sinn, Läufer, Schwimmer, Triathleten, völlig egal, ja. Aber MyVitago hat bisher irgendwie zufälligerweise nur Jungs am Start, also fast nur Jungs am Start. Ja. Und ja, wir Jungs fühlen uns da halt irgendwie ein bisschen einsam und brauchen quasi weibliche Unterstützung. Genau das könnt ihr nämlich ändern. So, am besten ihr schaut mal, wenn das euch jetzt schon getriggert habt, in die Videobeschreibung unten rein. Da gibt es einen Link zu einem kleinen Formular. Das könnt ihr dann ausfüllen. Und dann schauen sich die Jungs das von MyVitago mal an und melden sich dann natürlich bei euch. Und natürlich, um das euch noch so ein bisschen zu incentivieren, jetzt die Frage, was hat man denn? Also wie ist denn das so als MyVitago-Athlet? Ja, genau. Also Voraussetzung ist natürlich erstmal, dass nach ausgiebigen Tests die Produkte überzeugen, was bei uns Athleten auf jeden Fall bei allen der Fall ist. Also echt super hochqualitatives Zeug und auch wirklich Versorgung im Wettkampf, gerade in Langstrecken, die meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Gerade was die Magenverträglichkeit und so weiter anbelangt, wirklich super, also absolut positive Erfahrung dahingehend. Und ja, was ihr mitbringen solltet, also schreibt rein, was ihr wettkampfmäßig im letzten Jahr gemacht habt, was ihr so vorhabt, beschreibt euch vielleicht kurz ein bisschen, was ihr macht. Interessant ist natürlich auch sowas wie Social Media Aktivitäten, also packt vielleicht euren Instagram-Link dazu, euer Facebook-Profil, solche Sachen. Und die Leistung von Vitago ist dann im Prinzip die Versorgung übers Jahr mit Freiprodukten. Ich glaube, da sind jetzt 500 Euro Freibetrag im Jahr festgelegt, also so als Orientierung. Und genau, ansonsten Logo halt irgendwie im Wettkampf drauf. Ich bin lange an, ich habe hier so ein cooles Tattoo drauf, werdet ihr dann bestimmt auch noch irgendwo sehen. Und genau. Das ist im Prinzip auch schon so ein Probezug. Okay, sehr cool. Jetzt noch heute zum Run. Was hast du dir vorgenommen? Ja, also ich bin ja eigentlich auf der Bahn zu Hause. Ne? Ich habe eigentlich 1500 und jetzt Anfang Oktober gerade so wieder ins Training eingestiegen. Jetzt vielleicht die 5 Wochen Training. Also es ist einfach erstmal eine Standortbestimmung. Es geht jetzt nicht um Bestzeit oder so, aber einfach mal zu gucken, wo man so steht, was so geht aus dem Training und lassen wir uns mal überraschen, wie viel das so wird. Ja, wir freuen richtig schön von der Startlinie und von der Seitenlinie mit an. Und jetzt gucken wir mal, was die zwei anderen Philipps machen und ob wir die irgendwo finden, ob wir die noch ein bisschen anfeuern können. Und quatschen mal mit denen, was die sich so vorgestellt haben, was heute passiert. Also bis dann. Ja. Guck mal, wir haben jetzt noch den Philipp gefunden. Hi. Und ich muss schon wieder das Display rumdrehen. So, da ist er. Und jetzt haben wir den Philipp, den anderen Philipp und den Toni da hinten. Wir standen ja schon gerade mit dem Toni zusammen und haben so ein bisschen erzählt, was eigentlich MyVitago ist. Jetzt ist die Frage, wie lange seid ihr zwei denn schon bei MyVitago als Athleten am Start? Ich seit Anfang des Jahres erst. Ja? Und ich jetzt seit etwas über einem Jahr. Ja. Okay, ja, alles klar. Und ihr sehnt euch so ein bisschen nach
Weibliche Verstärkung? Wäre vielleicht nicht schlecht, aber das müssen Sie sich erst mal erarbeiten, ist klar. Ja, genau. Weil ich meine, Philipp, du hast ja schon alles, ne, was du brauchst. Ja, ich bin aktuell gut ausgestattet. Genau. Na, dann schauen wir doch mal, was jetzt die finale Botschaft ist von den Jungs. Hi Mädels, wir von MyVitago suchen weibliche Unterstützung. Wenn ihr Bock auf MyVitago habt, gerne mal die Sachen testen wolltet und vielleicht unserem überwiegenden Jungsteam beitreten wollt, dann schaut mal den Link hier unten oder da oben und ja, seid dabei. Ja, swipe right, it's a match. Genau, meldet euch, weil wir suchen pure Energie, sonst nichts. Das ist doch cool. Also die Jungs starten genau hier, Schloss Charlottenburg. Da geht's runter die Otto-Schur-Allee über den Ernst-Reuter-Platz. Und zum Schloss Charlottenburg. Und dann kommen die Jungs nämlich genau hier hinten wieder rein. Rüber. Und da drüben dann ins Ziel. Startet gerade das Hauptfeld und die Elite-Jungs sind bereits schon losgelaufen und kommen dann genau hier in der Allee wieder an und gehen dann da drüben ins Ziel. Und ich habe mal kurz vorhin mit Philipp Reinhardt gequatscht und der hat gesagt, er will versuchen Sub 30 zu kommen heute. Da drückt man natürlich die besten Daumen dafür. Philipp macht ein bisschen Pace und der Toni lässt es heute auch ruhig angehen. Und ich bin mal gespannt, wie die Jungs gleich ins Ziel kommen. Also guck mal, was rauskommt. War anstrengend. Ja? Ja, ist immer nicht so einfach, so kurz nach der Saisonpause. Da geht es relativ zeitig, schon relativ schwer. Aber irgendwie geht es halt durch, war ganz okay. Also guter Trainingslauf. Ja. Seid ihr seine Stück zusammengelaufen? Nee, er hat ja Tempo gemacht für die Frauen. Ach so. Also haben uns eigentlich nur am Start gesehen. Und ja, jetzt wieder und, super, ja. War weg. Ja, war er dahinter. Ja. Hallo, hallo. Test, 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 test. Soll ich mal flexen? Zeig mal. Ja, das war der Bridgestone Great 10K heute hier in Berlin. Und um es nochmal zusammenzufassen, also Philipp Reinhardt hat versucht, so ein bisschen seine Sub 30 mal zu schaffen. Hat es nicht ganz gepackt in 30:18, aber steht noch im Training und konzentriert sich jetzt aber erstmal so ein bisschen aufs Studium und das, was wichtig ist. Bei Philipp war es so, dass er erstmal wieder froh war, heute hier mitzulaufen und eben das so ein bisschen die Pace zu machen. Und ansonsten, ja, Toni Riediger war auch froh, wieder dabei zu sein und hier mal die Atmosphäre zu spüren in Berlin, weil es halt auch wirklich einfach ein super Lauf ist. Waren super schnell. Wir hatten ganz viele Leute mit dabei, die hier mitgelaufen sind. Und ja, ich mache mich jetzt mal so ein bisschen auf dem Heimweg und gucke mich mal um, ob ich noch irgendwie so ein Nextbike finde. Und dann noch ein bisschen durch Berlin cruise. Genau. Yes. Das ist leider schon vergeben. Ein anderes suchen. Leider habe ich jetzt doch keinen Aspekt gefunden, deswegen geht es jetzt weiter mit. Ja?
So, so schnell geht's. Ich bin wieder zurück in Leipzig. Der Race Day ist vorbei. Great 10K in Berlin. Wir sind passé und deswegen wollen wir den Tag nochmal für euch so ein bisschen zusammenfassen. Was ist also passiert? Ich glaube, ein großes Highlight des Tages war auf jeden Fall die neue persönliche Bestzeit von Alina Reh mit 31 und 26, glaube ich, waren es. Da auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Leistung. Ansonsten haben wir die Jungs von MyVitaro begleitet. Das habt ihr ja selber gesehen. Die suchen noch eine neue Markenbotschafterin für ihr Produkt. Also checkt da mal die Links in der Beschreibung. Ich glaube, das habe ich schon zum 10.000. Mal gesagt. Ich hoffe, ich gehe euch nicht auf den Geist damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Format gefallen hat. Das war mal ein neuer Test, mich da so ein bisschen einfach ins kalte Wasser zu schmeißen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare rein, ob wir das weitermachen sollen, was wir vielleicht verbessern sollten, was ihr euch vor allen Dingen noch für Formate vielleicht in Zukunft von uns wünscht. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Arbeitswoche. Lasst euch nicht zu sehr striezen. Und ich darf euch noch ganz recht herzlich zum Sportlerball nach Leipzig einladen. Der ist nämlich am 3. November im Kunstkraftwerk in Leipzig. Die ganze Sache wird organisiert von Maximalpuls und das soll kein großer Ball sein, sondern eigentlich nur eine Party für Sportler aus den kompletten Bereichen, egal was du machst, du bist herzlich eingeladen. Also wie gesagt, 3. November in Leipzig im Kunstkraftwerk. Der Link dazu, den gibt es auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Also ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns das nächste Mal bei dem Event, wo es läuft, fährt oder schwimmt. Bis dahin, macht's gut.